Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, beim letzten Mal haben wir hier Doc und seiner Tochter geholfen, den Speer zurückholen und seine Tochter auch noch vorher befreien. Und wir begeben uns jetzt auf den Weg zu Grata. Das habe ich schon oben markiert. Wie wir darauf kommen, ist ein Rätsel, aber das schaffen wir schon, glaube ich. Begeben uns einfach darauf. Wird sicher spannend und das sammeln wir einfach Wachswurzeln. Bewertet das Video wieder, wenn euch das Ganze gefällt. Würde mich freuen auf positive sowie negative Bewertungen, was euch stört, was euch gefällt, bla bla bla. Und ja, ich hoffe, ihr verfolgt dieses Let's Play mit mir und Aloy mit voller Spannung. Schauen wir mal rauf, was ich... Das ist ein Hase. Finde aber keine Nahrung. Urmutter. Als mein... Hallo, Grata. Urmutter. Seit meiner Verbannung bin ich nicht so beständig gewesen wie ein Fluss. War ich nicht standhaft wie ein Stein. Sei mir gnädig, Urmutter, und sorge erneut für mich. Freu dich, Grata. Wieder einmal beschert die Urmutter dir... Kaninchen. Urmutter, deine Stimme peitscht wie ferner Donner. Ich höre die Klagelieder, Urmutter. Ich würde einstimmen, habe aber meine Gebetsperlen am östlichen Ausblick vergessen. Fürchte ich. Warte in deinem Lager auf mich, Grata. Ich tue, was ich kann. Ja. Anscheinend spricht sie nur über Urmutter mit mir. Und wir müssen hier am östlichen Ausblick die Gebetsperle holen. Ich hoffe, dass sie nicht allzu weit weg ist. Hep. Ich glaube, ich sollte Gesundheit auch ein wenig auffüllen. So, und schon läuft sie etwas schneller. Das war sehr gefährlich. Geht viel schneller. Aber, ja. Es ist ja natürlich nicht so schwer. Ist das ein Bär gewesen? Hat so ausgesehen? Nein, das war ein Wildschwein. Ferkelchen ist tot. Das arme Wildschwein. So. Hep. Da müssen wir darauf, da unbedingt drauf. Sind da wieder irgendwelche Zuschauer sage ich, irgendwelche Maschinen? Nee. So, damit haben wir den übersprungen und können hier auf den östlichen Aussichtspunkt drauf. Und das wird hoffentlich keine Schwierigkeit. Wir müssen dann natürlich unseren Aufzieher auch noch am Tor besuchen, aber vorerst werden wir da hier ein bisschen schnell. What the fuck? Das wollte ich nicht. Müsst ihr denn hier da sein? Ah, mitten auf die 9? Ja, ich fast übersehen. Aua. Ausweichen. Ausweichen. Ah, oh, mitten drauf. Das glaubst du nicht. Ich kämpfe mich so durch, oder? Echter Herz. Echter Herz. So, wo ist das andere Teil? Da liegt's. Metallscherben. Und darauf. Grata mag schon sein, aber es braucht starke Arme, um schnell zum Ausblick zu gelangen. Ja, das stimmt. Allerdings. So. Ups. Fast. Oh, bin ich extra daneben gesprungen? Scheiße. Ah, es war nicht sehr logisch. Schade.
Ah, es ist bitter. Ah, muss ich wieder? Ernsthaft? Muss ich wieder von vorne beginnen? Ernsthaft? Wo bist du denn? Ah, so funktioniert das. Ah, shit happens. Ich habe nicht mal mehr Munition. So, das Gerät ist auch tot. Ah, das war natürlich sehr bitter, hier einfach mal abzukratzen. Wo liegt das andere Teil? Hallo? So, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass sie da nicht wieder runterfällt. Das war natürlich sehr bitter. Hep. Ah, geht ja ganz leicht. Ganz easy. Ah, okay. Müssen wir darauf. Darüber. Darauf. Was denn das? So? Okay. Wie es du mir wünschst. So. Ah, da geht's weiter. Okay. Das ist natürlich eine Kletter-Maxi-Frau. Sepp, was macht sie denn? Ui, das war ziemlich knapp. Aber es jetzt geschafft. Darüber? Wie soll man darüber? Nehmen wir einen leichteren Weg? Ich glaube schon. Nehmen wir den leichteren Weg. Sicher ist sicher. Hep, hep, hep. Hep. So. Ah. Komme ich da nicht rauf? Das war sehr schlau von ihr. Hä? Soll ich denn darüber anlaufen? Nee, ich müsste irgendwie anders raufkommen. Wo ist denn das Teil jetzt? Da ist es. Was jagen Sie da draußen, außerhalb des Beckens? Das kann nicht nur eine Maschine sein. Darüber? Ah, so rüber. Sorry. Nö, 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 nö. Ganz einfach hier. Ah, einen leichteren Weg gewählt, hoffentlich. So. Sieht interessant aus. Vorratskiste. Aha, gerade das Gebetsperlen. Ich verstehe, dass sie zum Beten herkommt. Von hier aus sieht man Mutters Wacht. Ich frage mich, was mich mehr stört. Dass sie mich ignoriert? Oder dass sie bei all ihren Gesprächen mit Urmutter nie einsam ist? Damit haben wir die Gebetsperlen gefunden. Jetzt schauen wir nur, wie wir zu Krater zurückkommen. Quest, ja. Auf Karte anzeigen. Ich will... Da wieder zurück. Perfekt. Meine Fresse. Sie ist ja so schlau, einfach runterzuspringen. Ah, ich wollte nicht drücken und dann drücke ich doch. Ganz schlau. So, habe ich das Teil eingesteckt.
irgendwo leicht herunter. Das ist gar nichts. Begib dich zu Kratos Lager. So, wie kommen wir da am besten und am schnellsten wieder runter? Auf diesem Wege. Ich hoffe, dass ich diesmal nichts falsch mache, sonst hab Lagerfeuer entdeckt. Okay. Wo ist dein Lagerfeuer? Nirgends. Können wir da leicht runter? Sehr gut. Nein, nicht schon wieder. Nein. So. Schauen wir mal. So geht es natürlich leichter hinunter. Ist ein Häschen und hüpft wie ein Häschen. Tock, 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 tock. Kommen wir von da leichter runter. Packing Nordstor. Schaut nicht schlecht aus. Könnten wir. Aha. Oh, das ist der falsche Weg. Ort kann nicht betreten werden. Alles klar. Ist der falsche Weg. Auch noch nie gehört, aber. Wenn da jetzt. Was ist denn das? So. Ist denn da lang? Da entlang. Das ist der falsche Weg gewesen. Auch nicht schlecht. So. Kommen wir da irgendwo runter? Nee, ich glaube nicht. Ah, es hat sehr weh getan. Aber ist egal. So geht's natürlich schneller. Hep. Hep. Yep. So geht's außerordentlich schneller. Hoffentlich. Aufpassen. Und wir sind unten. Sehr gut. Füll mal ein bisschen die Energie auf, dann wird das nicht so schlimm enden, wenn ein Wächter oder so auftaucht. So. Hüpf wie ein Häschen. Hallo. Geschossen. So. Bisschen wertvolles Sammeln. Das hält sich. Ja, das hält sich. So ist es. Eloy. Und da wieder zurück rauf und dann können wir da ein bisschen Gas geben. Hopp, hopp, hopp. Wie ein Hoppelhase hüpft sie dahin. Sie hat auch sehr schöne Augen. Ah, wo ist sie denn? Wir hüpfen wie ein Häschen hier rauf. Hopp, 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 hopp. Allein mit der Urmutter, wie sie es nicht anders kennt. Hochspringerin, alles klar. Wo ist sie denn? Hi, Krater. Hier sind deine Gebetsperlen, Krater. Jetzt hast du, was du brauchst. Urmutter, jeden Morgen sehe ich deine Tränen der Freude auf den Blättern.
Freude über die Schönheit deiner Schöpfung. Sieh, ich weine mit dir aus Dankbarkeit. Für sie weinst du, aber mit mir sprichst du nicht? Ist in Ordnung. Du bist die bessere Ausgestoßene. Grata, ich werde eine Weile nicht hier sein. Ich gehe zur Erprobung und danach wird sich einiges ändern. Urmutter, ich danke dir für die Güte, die du erweist. Wenn die Erprobung kommt, mögest du in deiner großen Weisheit einem großherzigen Krieger gnädig sein. Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Leb wohl, Grata, vorerst. Höre mich, die ich die Jahre meiner Hingabe an diesen Perlen. Na, jetzt hören wir ja ein bisschen zu. Kann ich sie von hinten töten? Lass mich dir zu. Nee, leider nicht. Wie das Rascheln des Grases mir dein tröstendes Flüstern bringt. So, dann schauen wir wieder darunter. Triff Frost am Nordtor. Das macht man natürlich. La 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 la, la 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 la. Schneller. Das reibt ein bisschen. Das war mal richtig geil. Wenn man das im echten Leben, in der realen Welt machen würde, dann wäre dein Popo aufgerieben. Bobfahren mit dem Hintern. Na, ganz klar. So. Monster. Wow, was ist da? Hi. Ja, glaubst du, ich lass mich da so einfach töten? Nee. Da 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 da. Bisschen sammeln. Wir sind auf Level 5. Wieder ein kurzer Speicher. Ort. Schnellspeicherung. So. Wieder ein bisschen herstellen. Hi Füchschen, darf ich dich haben? Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Reichhaltiges Fleisch. Hi, ihr Süßen. Sorry, Bro. Na komm schon. Ui, du bist neben mir. Wo bist du denn? Ja, glaubst du ernsthaft? Das sind mehrere. So. Bringt sich das was? Ja. Oh. Weg hier. Au. So. Das hast du nun davon. Läuferlinse. Feuerschutz. Und du bist... ja, auch tot. So. Das sind viele Metallschirme. Das sind auch noch ein paar. Hi. Du triffst mich nicht. Aber ich triff dich. So, da war noch einer. Achtung, da ist noch was. Sind wir aber zu voll. Wo ist denn der andere hin? Da geht's lang. Ein bisschen beeilen. Wie weit ist denn das hoch? Reinholz? Was ist denn jetzt schon wieder los? Sind da irgendwo? Ja, da drüben sind wieder welche. So. Hep,
Aloy, du bist hier. Jo, bin ich. Hast du die Feuerpfeile? Hab ich. Die Explosionen und das Geschrei jenseits des Beckens. Ist das der Ärger, den du meintest? Das erfährst du früh genug. Wir warten bis zur Dunkelheit. Dunkelheit? Also, Rost. Ich habe nachgedacht und werde dich nach der Erprobung nicht meiden. Ich mach das nicht. Ich tu nicht so, als hättest du mich nie großgezogen. Aloy, das Gesetz verbietet jeden Kontakt. Ich weiß, und es ist mir egal. Ich weiß, wie pflichtbewusst du bist, Rost. Aber bisher hat das Stammesgesetz mir immer nur Dinge genommen. Und das passiert mir nicht nochmal. Aloy, ich befolge das Gesetz. Das wirst du auch. Ich wusste, du sagst das, also wir machen es so. Ich komme heimlich zu dir. Niemand wird mich sehen, also gibt's keinen Ärger. Und du wirst nicht mit mir reden, weil es gegen das Gesetz ist, aber ich kann reden. Es ist mein Verbrechen, nicht deins. Du wirst nur zuhören. So werden wir das machen. Du hast dir wirklich Gedanken gemacht. Ich weiß. Also hör auf zu grübeln. Abgemacht? Ja. Ist es. Ja, sie wird ihn nicht missachten. Oh, als nächstes werden wir natürlich der Kauzige ihm sagen, dass wir der Kauzigen Grata geholfen haben. Sie hat der Urmutter gedankt, natürlich. Urmutter hat durch dich gewirkt, um ihr Kaninchen zu bringen. Oh, das sagst du immer. Aber ich war da und hab allein gejagt. Und das sagst du immer, was dich nur einsam macht. Ich verstehe nicht. Die Explosionen sind doch außerhalb. Was können wir denn hier drin tun? Die Lektion lernst du zur rechten Zeit, Aloy. Wir warten noch ab. Ich habe eine Stolperfalle. Ich war übrigens bei Cast und habe mir diese Stolperfalle gekauft. Ich will gar nicht wissen, was dieser Gesetzlose dafür haben wollte. Sie war nicht billig, aber das ist sie auch wert. Vielleicht. Du wirst es schon bald feststellen. Jo, und ich glaube, ich ruhe mich aus. Es dauert noch, bis es dunkel wird. Ich werde mich kurz hinlegen. Gute Idee. Später ist keine Zeit mehr für Schlaf. Klar. Ruh dich am Lagerfeuer aus. Ja, bevor wir das machen, würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ciao, ciao.